Was gibt's Neues aus Wirtschaft und Unternehmen in dieser Woche? Mark Zuckerberg, der Facebook-Chef, will ein neues Universum gründen, ein Metaversum. Aus diesen Konzernbestandteilen Facebook, Instagram und WhatsApp. Auch der Name soll geändert werden, eben Meta. Und das soll der Eintritt, der Beginn in eine ganz neue Welt sein. Immer mehr Teile des Lebens, so seine Vision, sollen in dieses neue Universum, künstliche Universum, übertragen werden, in dem Geschäftspartner verhandeln können, Einkäufe und so weiter stattfinden. Avatare soll es dann geben, mit VR, Virtual Reality Brillen sollen die Kunden, die Nutzer, ein ganz anderes Erlebnis haben, ebenso mit berührungsintensiven Handschuhen. Also immer mehr virtuelle, künstliche Welt soll das werden. Und all das soll dann auch bezahlt werden, auch Geschäftsabschlüsse innerhalb, mit der eigenen Währung. Die einen sagen, das ist der Beginn einer ganz neuen Zeitrechnung, einer ganz neuen Technologie und Erfahrung. Die anderen sagen, Mark Zuckerberg reagiert aus der Defensive heraus. Denn der Facebook-Konzern hat ja immer mehr Probleme mit einem negativen Image. Kaum eine Woche vergeht, in der nicht ehemalige Mitarbeiter vor einem Ausschuss zitiert werden, wegen Compliance-Vorwürfen. Auch das muss man sehen. Große Anzeigen Kunden sind kritisch geworden, auf Distanz gegangen, wegen diesem sich verschlechternden Image. Und so muss man sehen, haben die einen recht mit dem Beginn eines neuen Universums oder die anderen, die sagen, das ist nur der Versuch, sich aus diesem Schlamassel wieder herauszuziehen. Die BaFin macht Druck auf die Banken. Sie fordert, dass die zu Unrecht gezahlten Bankgebühren, die Bankkunden bezahlt haben, von den Banken automatisch, allerdings nur auf Nachfrage und auf Wunsch von den Kunden, unbürokratisch zurückgezahlt werden, ohne großen Aufsehens. Da gab es ja dieses Urteil, dass Stillschweigen bei den allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht mehr als Zustimmung gewertet werden darf, sondern die Bankkunden aktiv zustimmen müssen. Und dieses Urteil hatte eben zur Folge, dass Bankgebühren zu Unrecht erhöht wurden, ohne aktive Zustimmung, und die sollen nun zurückgezahlt werden. Mal sehen, wie die Banken darauf reagieren. Die Telekom hinkt zurück beim Glasfaserausbau, hat da enormen Nachholbedarf und das kostet Milliarden. Früher war es Strategie der Telekom, alles im eigenen Besitz zu haben. Dieses Ansinnen wird nun aufgegeben, ein Paradigmenwechsel findet statt. Es werden externe Investoren gesucht für diesen Glasfaseraufbau. Damit geht es einen ähnlichen Weg wie bereits die spanische Telefonica, die bei der Co-Finanzierung mit der Allianz zusammenarbeitet. Alfons Schubik, sein Firmenimperium, musste ja Insolvenz anmelden. Dieser Starkoch hat ja schon vor Jahrzehnten mal die eidesstattliche Versicherung abgeben müssen. In der Zwischenzeit über viele Jahrzehnte, so zumindest der Anschein, hat Alfons Schubik aber wieder tolle Geschäfte gemacht, ein großes Reich aus verschiedenen Firmen aufgebaut. Und deshalb überraschend vor einiger Zeit die Insolvenzanmeldung. Genauso überraschend jetzt auch die Meldung, dass unbenannte Investoren einsteigen wollen, diese Firma retten wollen und damit auch viele Arbeitsplätze inklusive des eigenen von Alfons Schubik. Sollte all das reibungslos gelingen, wäre dieses Insolvenzverfahren bereits zum 1. November abgeschlossen. Die EU wählt einen anderen Weg bei der Klimadiplomatie. Nächste Woche findet ja die Weltklimakonferenz in Glasgow statt. Bisher hat die EU immer an andere Kontinente appelliert, beim Umweltschutz mitzuziehen, nachzuziehen. Aber
Innerhalb der EU werden immer mehr Stimmen laut, dass sich die EU mit ihren hohen Ansprüchen immer mehr entfernt von anderen Regionen. Und auch Branchen machen immer mehr Druck, wenn das so weitergeht, dieses Vorpreschen der EU zu immer neuen Zielen und die anderen Regionen nicht entsprechend nachziehen, dann wird es immer schwieriger für bestimmte Branchen in Europa überhaupt noch produzieren zu können, weil es dann massive Nachteile gibt. Beispielsweise die Chemie oder die Stahlindustrie. Und deshalb jetzt auch unter Druck von EU-Regierungen setzt von der Leyen nicht mehr nur auf Diplomatie, sondern auf einen Zoll. Es soll eine CO2-Klimaabgabe eingeführt werden für Importe und damit soll dieses Umweltdumping verhindert werden. Ob es wirklich so kommt, ob sich so eine CO2-Abgabe wirklich umsetzen lässt international, das ist allerdings offen. Und das wird spannend weiter zu beobachten sein. Die amerikanische Börsenaufsicht SEC hat davor gewarnt, schon vor einiger Zeit, dass chinesische Konzerne, die an ausländischen Börsen gelistet sind, reine Dachgesellschaften sind, mit Sitz häufig in Steueroasen. Das heißt also, die Aktionäre, die solche Aktien haben oder Anleihen gekauft haben, die haben meistens keinerlei Eigentumsrecht an den operativen Einheiten in China und auch keine Rückgriffsmöglichkeiten, sollte es zu Zahlungsschwierigkeiten kommen. Evergrande ist das aktuelle Beispiel, das diese Frage wieder neu aufwirft. Evergrandes Aktien sind in Hongkong gelistet, das sind sogenannte H-Aktien. Und da wurde wieder mal deutlich, sollte Evergrande scheitern, dann haben die Besitzer dieser H-Aktien wohl kaum Möglichkeit, auf die chinesischen Immobilienvermögen wirklich durchgreifen zu können. Diese Problematik trifft aber auch viele andere Konzerne wie Alibaba, Daibu oder Tencent. Also, es ist ein Problem, das vielen Aktionären gar nicht bewusst ist. Das betrifft eben auch Aktien dieser Konzerne, die in New York gelistet werden. Auch darüber sollte man sich mal Gedanken machen als Aktionär. Putin hat angekündigt, dass er ab 8. November wieder mehr Erdgas nach Europa liefern will. Denn bis dahin sollen die russischen Erdgasspeicher aufgefüllt sein, dann sollen wieder Kapazitäten frei sein. Es geht ja im Grunde um dieses Gerangel auch um die Nord Stream 2 Pipeline, um diese zweite Pipeline, die noch nicht freigegeben ist. Die Freigabe liegt aktuell bei der Deutschen Netzagentur. Und die hat damit Zeit bis in den Januar hinein. Und das kann sich noch hinziehen. Putin will natürlich so schnell wie möglich über diesen zweiten Strang Erdgas liefern, aber im Moment geht es noch nicht. Und der Erdgasbedarf, die Nachfrage hat sich ja drastisch erhöht. Zum einen eben wegen diesem Lockdown und jetzt diese massive Nachfrage nach diesem Lockdown, zum anderen eben dieser kalte Winter und zum dritten Probleme bei der Produktion. Es hat also auch in Russland waren die Speicher nicht voll. Bis zum 8. November sollen sie voll sein und dann soll vor allen Dingen auch Österreich und Deutschland wieder beliefert werden. Zudem hat China aber auch eine Pipeline gebaut. Zudem hat Russland aber auch eine Pipeline nach China gebaut. Und das ist auch zusätzliche Nachfrage, die es früher nicht gab. Es wird außerdem auch mehr Erdgas in die Türkei geliefert. Also all das hat zu einer deutlichen Nachfragesteigerung beigetragen. Die einen sagen, dieses Problem der Lieferung nach Europa fußt eben auf dieser deutlichen Nachfragesteigerung. Und die anderen sagen, Putin will nur Druck auf die Zulassungsbehörde machen, um schneller den zweiten Strang freigegeben zu bekommen.
Bleibt auch spannend abzuwarten, wie es da weitergeht, denn auch da gibt es ja Befürchtungen mit diesem zweiten Strang, dass sich dann die EU immer noch abhängiger von der Diplomatie Putins macht. Die EZB hat wieder Ratssitzung abgehalten, mit Spannung beobachtet. Was ist herausgekommen? Christine Lagarde hat einiges klargestellt. Zum einen, es wird auch nächstes Jahr wohl keine Zinserhöhung geben. Die lockere, expansive Geldpolitik der EZB soll weitergeführt werden, auch im nächsten Jahr. Aber die Anleihekaufprogramme sollen im März nächsten Jahres auslaufen und genauso die Corona-Hilfsprogramme. Derweil ist die Inflation in Deutschland nach ersten Schätzungen im Oktober auf etwa 4,5% hochgestiegen. Christine Lagarde sagt, das sind vorübergehende Effekte, da trägt im Moment vieles mit dazu bei. Zum einen die Lieferkettenproblematik aufgrund von Corona, zum anderen die hohe Nachfrage nach diesem großen Einbruch im letzten Jahr und zum dritten natürlich auch diese Sondereffekte wie in Deutschland, Mehrwertsteuersenkung, dann wieder Erhöhung und die CO2-Abgabeneinführung, also viele Sondereffekte, das wird sich die nächsten Jahre wieder beruhigen. Auch da bleibt spannend, wie es weitergeht. Mit Spannung wird dafür die Dezember-EU-Ratssitzung, EZB-Ratssitzung auch beobachtet. Daniel Löb, der Investor und Inhaber von Third Point, das ist ein Hedgefonds, hat sich in größerem Stil bei Shell beteiligt und dringt darauf, dass sich Shell aufspaltet in einen Teil mit den fossilen Erdöl- und Erdgasvorkommen und in einen anderen Teil mit den erneuerbaren Energien. Das erinnert stark an die großen Stromkonzerne E.ON und RWE, die sich auch aufgespalten haben. Daniel Löb sagt, so ist schneller Wachstum möglich, so kann sich jeder Teilbereich auf seine Stärken fokussieren und so kann der Wert dieser beiden Unternehmen jeweils deutlich erhöht werden. Das Shell-Management reagiert zunächst verhalten, ist in Kontakten, in Gesprächen, ist aber vorerst davon überzeugt, dass eine integrierte Strategie für das Unternehmen deutlich besser ist. Das war's von mir. Was ist Ihnen aufgefallen in dieser Woche? Was gab es Neues, Herausragendes zu berichten? Was habe ich vergessen? Ich kann ja immer nur einige wenige Themen ansprechen. Schreiben Sie es mir in die Kommentare. Und wie immer, wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich, wenn Sie mir einen Like hinterlassen. Wenn Sie das Video teilen und weiterempfehlen, weil so mehr Menschen von soliden Aktieninvestitionen profitieren können. Und wenn Sie künftig kein Video mehr verpassen wollen, dann macht es Sinn, meinen Kanal zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Schönes Wochenende!